Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück zu einer weiteren Episode der FIFA 16 Karriere mit unserem FC Bayern. Ja Leute, in der letzten Episode ging es besonders in den Kommentaren viel um die Transfervorschläge für die Wintertransferphase, die ab dem heutigen 1. Januar auch eröffnet wurde. Ich kann euch jetzt schon mal vorab sagen, dass die heutige Episode sich auch wirklich nur um die Wintertransfers drehen wird. Wir haben jetzt hier wirklich vom 1. Januar bis zum 22. Januar kein einziges Spiel zu machen, bis es dann eben bis zum 23. Januar weitergeht. Da haben wir nämlich das erste Spiel der Rückrundenauftakt in der Bundesliga-Saison 2016 bzw. 2015-2016, wo wir dann zu Gast sein werden beim Hamburger SV. Also die heutige Episode wird sich wirklich nur um die Wintertransfers drehen. Ich muss sagen, ihr habt wieder viele Kommentare geschrieben, aber bevor wir jetzt zu den ganzen Transfervorschlägen kommen und so weiter, hatten wir natürlich in der letzten Episode auch noch ein Spiel im DFB-Pokal-Achtelfinale, welches wir sehr erfolgreich gegen den Hertha BSC 3:0 gewonnen haben. Ich muss sagen, die erste Halbzeit war wirklich sogar sehr ausgeglichen. Also ich muss sagen, Hertha aus Berlin hat sich in den ersten 45 Minuten auch gut zur Wehr gesetzt, aber dann kam eben die zweite Halbzeit und ich nenne es jetzt mal unsere Bayern-Dominanz zum Vorschein, wo wir einfach das Spiel klar in der Kontrolle hatten, in der Hand haben und letztendlich auch erfolgreich mit 3:0 die Hertha vom Platz gefegt haben. Trotzdem auf jeden Fall Respekt an die Hertha aus Berlin für diese starke Leistung. Wie gesagt, die Transfervorschläge waren wirklich massenhaft in den Kommentaren. Was ich jetzt aber schade fand, muss ich sagen, jetzt einfach mal offen so ehrlich sein, dass es mich ein bisschen genervt hat, dass viele Leute allem Anschein nach erstens sich nicht das Video mal 10 Minuten angucken konnten und zweitens die Leute, die allem Anschein nach nicht mal diese Karriere verfolgen. Da schlagen mir halt tatsächlich Leute vor, hey, hol dir doch mal Niklas Süle, hey, hol dir doch mal, weiß ich nicht, Julian Brandt, hey, hol dir doch mal Eden Hazard. Und dann denke ich mir nur, schaust du die Karriere erst seit der jetzigen Episode? Siehst du die Spieler nicht im Video? Und dann kamen die Leute, die das Video nicht mal 10 Minuten angeschaut haben. Das sind dann so diese Leute, die Spielervorschläge machen, die gar nicht reinpassen in dieses Profil, was wir für Spieler brauchen. Ich sage nach ungefähr nach diesem Spiel gegen Hertha, sage ich auch, was für Spieler wir brauchen. Und genau diese Spieler, die wir brauchen, das sind so diese Leute, die einfach nur im Titel lesen, eure Transfervorschläge, das Video pausieren, sich wahrscheinlich nicht mal eine Minute angucken, aber Hauptsache Transfervorschläge reinschreiben. Das muss ich sagen, hat mich schon ziemlich genervt, weil die Transfervorschläge letztendlich dann auch wirklich komplett ins Nirvana-Land gegangen sind. Also wir sagen mal, ich hatte hier Sachen vorgegeben an Spielern, die wir brauchen, so das Profil vorgegeben und dann kommen halt Leute, die komplett an diesem Profil vorbeischießen. Da sagt man, wir wollen keine Spieler mehr aufbauen. Ich denke mal, wir haben hier beim FC Bayern genug Spieler, die wir momentan am Aufbauen sind, wie Süle, wie Rode, wie Kimmich, Gaudino, Coman und viele weitere. Bernat als Beispiel auch noch, natürlich Brandt, also viele junge Spieler, die auch noch Potenzial haben. Aber dann kommen Leute an, anstelle von Hazard soll ich mir dann als Beispiel einen, sagen wir mal, Leroy Sané holen. Ist zwar kein schlechter Spieler, aber er passt einfach nicht als Ersatz für Eden Hazard. Ich meine, er ist schlechter als ein Julian Brandt, er ist auch ungefähr auf dem Niveau von einem Kingsley Coman. Deswegen, das sind so Spieler, die wir eigentlich gar nicht brauchen hier beim FC Bayern. Und da merkst du schon, ich habe bei vielen Kommentaren gemerkt schon, dass diese Leute sich dieses Video nicht bis zum Ende angeguckt haben. Und das war so eine Sache, die mich auch leicht genervt hat, weil da einfach Vorschläge kamen, die einfach gar nicht in dieses Profil reingepasst haben, was ich auch vorgegeben habe. Also wir wollten keine Spieler aufbauen, da kamen wirklich sehr viele junge Spieler, die vielleicht eine 70er-Bewertung haben. Und dann denke ich mir, wo soll ich die hier irgendwie noch in den Kader reinbekommen? Ich meine, es ist schon schwer, Spielern wie Rode, Gaudino, Kimmich, Brandeinsatzzeit zu bieten, aber dann noch irgendwelchen Spielern, die eine 70 haben, die wir dann noch extra aufbauen müssen. Ich mache nur eine Saison von der Bayern-Karriere, das soll mal angemerkt sein. Habe ich, glaube ich, aber auch schon öfters erwähnt, dass es nur eine Saison geben wird. Deswegen, ich will mich, um ehrlich zu sein, auch nicht so lange drüber aufregen, weil es hat dann, wie gesagt, genervt. Das wollte ich jetzt auch mal ansprechen. Bekommt das jetzt auch bitte nicht in den falschen Hals rein. Es war aber nervig, dass wenn ihr zum Beispiel A sagt, die ganzen Leute sich das nicht mal anhören und dann B sagen. Nehmen wir das mal als Beispiel so. Als Beispiel jetzt einfach mal für diese Sache, dass ich für die Transfervorschläge quasi gesagt habe, so ungefähr das brauchen wir und dann die Leute sind quasi komplett auf stumm geschaltet, hören das wahrscheinlich nicht mal, sind bestimmt schon irgendwie abgehauen, haben einfach in die Kommentarfunktion ihre Vorschläge reingeschrieben. Das muss ich sagen, hat mich leicht genervt, aber nun ja, wir haben hier eine Wunschliste mit Spielern, die wirklich viel Qualität besitzen, also hier sind wirklich einige Spieler dabei, wo ich sage, das waren auf jeden Fall Vorschläge, die gut waren. Zum Beispiel der Miralem Pjanic wurde öfters genannt, finde ich auf jeden Fall, wäre eine sehr gute Neuverpflichtung.
ein Rafinha, der Bruder von Thiago Alcantara, Toni Kroos als Beispiel auch, könnten wir zurück zum FC Bayern holen, ist aber, denke ich mal, von der Summe seines Marktwerts auch nicht bezahlbar. Paul Pogba zum Beispiel auch nicht schlecht. Franck Ribéry vielleicht wieder zurückzuholen anstelle von Eden Hazard wäre auch eine Idee. Isco, Alex Teixeira, Sadio Mané, Alvaro Morata, Antoine Griezmann und Philippe Anderson. So viel auf jeden Fall zu unserer Wunschliste. Also da waren auf jeden Fall auch wirklich viele Kommentare dabei, wo ich sage, der hat auf jeden Fall geblickt, was wir hier benötigen beim FC Bayern in dieser Karriere. Aber ich muss sagen, ein paar Kommentare waren dann wirklich komplett daneben. Gut, Leute, ich habe mir auch viele Gedanken gemacht zu den Kommentaren mit Verkaufsspieler XY. Also ich habe mir da auf jeden Fall Gedanken gemacht, unter anderem bei Paco Alcácer. Ich werde ihn mal auf die Transferliste tun. Aber da muss echt ein Angebot von knapp 40 Millionen kommen, dass ich ihn auch wirklich verkaufe. Wir haben 26 Millionen für ihn gezahlt, deswegen möchte ich da auch wenigstens eine gewisse Summe zurückhaben quasi, die wir dann erhalten für Paco Alcácer. Brandt werde ich auf jeden Fall behalten, Bernat ebenfalls, Alaba natürlich ganz klar. Xabi Alonso werden wir auf die Transferliste tun, der ist natürlich auch enttäuscht, Xabi Alonso hingegen als Beispiel werden wir auf die Transferliste tun, der ist halt schon wirklich 34 Jahre alt, ist jetzt auch in der Gesamtbewertung um 1 gesunken auf 83, hat viele Minusse bekommen, spielt dazu leider Gottes auch nicht, in echt ist er vielleicht öfters mal gesetzt, aber hier in der Karriere setze ich dann lieber auf einen Kimmich, auf einen Gaudino oder auf einen Sebastian Rode anstelle von einem Xabi Alonso, also da muss ich sagen, ist mir die Erfahrung von einem Alonso egal, ich will, dass die Youngsters auch mal Erfahrung bekommen, eben diese Erfahrung, die ein Xabi Alonso hat, die sollen diese ganzen Youngsters bekommen. Bei Eden Hazard war ich auch ein ziemlich, ja, in den Gedanken ziemlich auf, ja, zwei Seiten. Also einmal ist er natürlich ein krasser Spieler, hat sehr gute Werte, aber er spielt halt nicht so gut hier in dieser Karriere. Finde ich wirklich sehr schade, aber ich werde ihn mal auf die Transferliste tun, einfach aus dem Grund. Vielleicht kommt eine Summe rein, wo ich sage, das können wir annehmen und da könnten wir auch einen wirklich guten Ersatz für holen. Muss ich mal schauen, ansonsten, wenn er verkauft wird und ich keinen Ersatz hole, kann natürlich auch sein. Dann kommen halt die Youngsters öfters zum Einsatz. Dann kommt ein Costa, der die Position einnimmt und dann kommen Spieler wie Coman, wie Brandt, die dann öfters Einsatzzeit bekommen. Was mich da natürlich aufreuen würde, wenn solche Spieler die Einsatzzeit dann auch mal endlich bekommen würden. Diese vielleicht öfters in dieser Karriere leider Gottes nicht bekomme. Ich meine, Brandt gerade mal 9 Einsätze. Ist schon wirklich ziemlich wenig. Aber mal schauen, wie sich das Ganze nun entwickeln wird. Die Frage ist jetzt, bei wem können wir schon ein Angebot machen und bei wem nicht? Bei Spielern wie Xhaka als Beispiel, denke ich mal, könnten wir schon mal einen Angriff starten. Xhaka spielt bei Gladbach, deswegen natürlich auch, jetzt kommt bestimmt irgendwer, der sagt, ja, Konkurrenzschwächen. Aber Xhaka ist halt ein guter Spieler und würde für meines Erachtens auf jeden Fall zum FC Bayern passen. Deswegen werden wir da ein erstes Angebot von 18 Millionen machen. Und dann natürlich schauen, was Borussia Mönchengladbach dazu sagen würde. Für Pjanic oder Kroos, muss ich sagen, haben wir nicht das Geld. Viele meinten auch zum Beispiel, dass ich Thiago verkaufen soll. Womit ich aber wirklich, muss ich zugeben, gar nicht einverstanden bin. Rafinhas Vertrag, sehe ich auch gerade, läuft in 6 Monaten aus. Vielleicht könnten wir den sogar nach Vertragsablauf holen, was nicht viel Sinn machen würde, da diese Karriere nur eine Saison geht. Bei den ganzen anderen Spielern hier muss ich ehrlich gesagt noch abwarten, außer bei Sadio Mané, da können wir auf jeden Fall schon mal ein Angebot machen. Ich werde erstmal 10 Millionen bieten und dann mal schauen, was Southampton dazu sagen würde. Ich muss sagen, in meiner Liverpool-Karriere, da habe ich Sadio Mané auch schon gesehen, der ist wirklich mega schnell, also das ist auf jeden Fall schon ziemlich krass an Mané. Morata werde ich auf jeden Fall jetzt auch mal scouten. Ansonsten denke ich mal, ja okay, Teixeira könnten wir noch scouten. Momentaner Topscorer aus Europa. Na okay, man muss sagen, die ukrainische Liga ist jetzt natürlich nicht so ein krasses Niveau. Aber schaut euch zum Beispiel mal Costa an. Der ist jetzt auch absoluter Top-Vorlagengeber in der Bundesliga. Deswegen sollte man, denke ich mal, die ukrainische Liga jetzt nicht unbedingt als so schlecht bezeichnen. Ich würde sagen, wir simulieren jetzt mal die ersten Tage und schauen da mal, was wir für Angebote bekommen werden. So, übrigens werde ich jetzt auch mal öfters Cuts einbauen in diesem Transfervideo, einfach aus dem Grund, ich denke mal, man hört es leicht an meiner Stimme, ich bin leicht erkältet, deswegen kann es öfters passieren, dass ich irgendwie meine Nase hochziehe und das, denke ich mal, klingt jetzt nicht unbedingt irgendwie gesund, deswegen werde ich das, denke ich mal, zum größten Teil rausschneiden. Wir haben ein Transferangebot bekommen für Xabi Alonso vom FC Barcelona. 9 Millionen, denke ich mal, sollten reichen für einen 34-Jährigen. Ist, denke ich, jetzt mal nicht zu wenig. Bei Mané will Southampton 20,5 Millionen. Da werden wir erstmal um 1,5 Millionen erhöhen, was Sadio Mané betrifft. Wäre auf jeden Fall eine gute Verpflichtung anstelle von Paco Alcácer. Auch wenn wir da natürlich, was die Gesamtbewertung angeht, einen schlechteren Spieler holen. Aber das heißt natürlich auch, dass wir einen Spieler holen, der weniger Einsatzzeit möchte. Manchester City mit einem Angebot für Javi Martinez.
Ich glaube, ich werde da mal auf 50 Millionen hochgehen. Mal schauen, was dann Man City zu dem Angebot sagen wird. Arsenal möchte gerne Arturo Vidal haben. Können sie auch gerne haben, wenn sie mir 80 Millionen für den guten Chilenen zahlen. Hat ja auch wieder sehr gut gespielt gegen Hertha in der Karriere. Alaba möchte über sein Gehalt reden, was wir natürlich gerne machen können. Hat ja wirklich gegen Hertha sehr gut gespielt, viele Bälle gewonnen und glaube ich auch zwei Torvorbereitungen daraus resultiert. Also auf jeden Fall einer der klaren Matchwinner gewesen im Spiel gegen die Hertha. Da verlangt der Alaba eine ordentliche Gehaltserhöhung, kriegt aber dafür jetzt auch den essentiellen Stammspieler als Rolle im Kader. Und 40 Millionen akzeptiert tatsächlich Tottenham für Paco Alcácer. Das heißt, dass wir da gute 14 Millionen Gewinn gemacht haben. Mit dem spanischen Stürmer hat auf jeden Fall einiges an Profit gebracht. Gladbach akzeptiert auch das Angebot für Granit Xhaka, der 150.000 Euro Gehalt möchte. Gut, da werde ich erstmal ein bisschen abwarten. Nächstes Angebot für Arturo Vidal vom AS Rom. Da werden wir wieder auf 80 Millionen hochgehen. Also da müssen die Vereine schon einiges bieten, wenn sie unseren chilenischen Krieger haben möchten. So, bei Southampton ist man immer noch nicht zufrieden mit 11,5 Millionen. Da gehen wir mal auf 12,5 Millionen hoch. Also wir tasten uns jetzt mal langsam ran an seinen Marktwert in Höhe von 12 Millionen. Xabi Alonso, der Wechsel zum FC Barcelona ist, wie es jetzt hier auch steht, in trockenen Tüchern. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Spieler hier in der Wintertransferphase verkauft. Alaba mit der Nachricht: Trainer, ich habe in letzter Zeit viel über meine Zukunft bei diesem Verein nachgedacht und mich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Ich werde meinen Vertrag erfüllen und dann weiterziehen. Alles da, Alaba. Erst möchtest du mehr Gehalt und dann willst du alle Menschen nach deinen Vertrag nicht mehr verlängern. Das ist so diese typische Karrieremodus-Logik, die ich einfach richtig verabscheue. Die Sache ist aber immerhin, dass er einen Vertrag hat, der 2,5 Jahre geht. Da haben wir auf jeden Fall nochmal den Vorteil. Ich biete ihm einfach mal mehr Gehalt, eine Torprämie und hoffen dann natürlich vielleicht, dass er das Vertragsangebot annimmt, dass ich da keine Probleme habe, dass er vielleicht sogar noch früher weggehen möchte. Arsenal mit einem neuen Angebot in Höhe von 64,5 Millionen. Alcácer, der Wechsel ist jetzt auch fertig. Alles klar, 40 Millionen auf unser Konto. 64,5 Millionen. Wir werden weiterhin auf die 80 Millionen gehen. Da haben wir noch zwei Angebote daneben für Jerome Boateng von Chelsea. Wenn die 120 Millionen zahlen für einen gewissen Jerome Boateng, für den besten Innenverteidiger der Welt meiner Meinung nach, dann können die auf jeden Fall auch gerne Jerome Boateng haben. Und Angebot für Eden Hazard von Chelsea. Oh mein Gott, unglaublich. Da werden wir einfach mal, ja, auch knapp 90 Millionen, würde ich sagen, verlangen. Für Eden Hazard, da können wir natürlich noch einiges rausholen. Hat ja immerhin einen 5-Jahres-Vertrag, also da kann man auf jeden Fall einiges rausholen bei ihm. Nächste Trainingseinheit hier für die ganzen Youngstars. Upgrade für Coman auf die 73, ansonsten sah es nicht so gut aus. Coman der Einzige mit dem C, ansonsten nur Ds im Training. Tottenham gewinnt Rennen um Paco Alcácer. 68 Millionen für Arturo Vidal, das wird jetzt hier ein bisschen eng, muss ich sagen. Mit den Transfersummen für den Chilenen und PSG. Was ist hier gerade los? Ich will, um ehrlich zu sein, keinen Ausverkauf starten. 150 Millionen für Robert Lewandowski. Wenn PSG das akzeptiert, dann haben wir 150 Millionen und unseren Stürmer los. Wäre natürlich nicht vom Vorteil. Sadio Mané hat derweil das Angebot akzeptiert. Da werden wir ihm natürlich ein Vertragsangebot machen. Als Rotationsspieler 5-Jahres-Vertrag und 110.000 Euro Gehalt, die er in der Woche verdienen wird. So, wir schauen mal auf die Wunschliste. Da können wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar Angebote machen, unter anderem bei Miralem Pjanic. Da werde ich erstmal auf 35 Millionen hochgehen. Also ich will jetzt nicht unbedingt Granit Xhaka als einzige Option haben. Bei Rafinha müssen wir noch auf den Scout-Bericht warten. Pogba, wir könnten da mal schon mal ein erstes Angebot machen, aber ich denke mal, wir müssen da viel zu viel zahlen. Ich biete erstmal einfach mal 50 Millionen und schaue dann, was der Pogba dazu sagen würde. Isco zum Beispiel könnten wir auch noch ein Vertragsangebot machen, also ein Angebot. Ich biete mal für Isco erstmal 30 Millionen, also ich fange wie gesagt bei den Spielern erstmal klein an und kämpfe mich dann quasi immer so langsam heran. Morata, Griezmann wären dann noch so weitere Optionen für den Sturm, die ich aber denke ich mal jetzt erstmal nicht irgendwie groß beachte, wenn wir da momentan an Mané dran sind. Gut, wir haben da auf jeden Fall einfach mal 8 E-Mails bekommen und ich habe irgendwie Angst, dass von diesen ganzen Angeboten ein paar angenommen wurden. Arsenal, okay. Arsenal lehnt das Angebot für Vidal ab. Rom, 77 Millionen für Vidal. Alter Schwede, Chelsea, 87,5 Millionen für Eden Hazard. PSG, 81 Millionen für Lewandowski. Valencia möchte mehr Geld für Pjanic haben. Gehen wir mal auf 38 Millionen hoch.
für Miralem Pjanic und 57 Millionen für Boateng. Gut, 57 Millionen sind zu wenig, kann ich jetzt schon mal sagen. 37 Millionen für Götze sind eh viel zu wenig, ist sogar unter seinem Marktwert. 78 Millionen von Manchester United für Robert Lewandowski, da werde ich jetzt mal auf 130 Millionen gehen. Wenn die das ehrlich annehmen, das wäre einfach mega krass. Das gleiche machen wir jetzt auch einfach mal bei Paris Saint-Germain. Dann schauen wir nochmal auf die restlichen Angebote. 87,5 Millionen für Hazard. Ich will aber ehrlich die 90 haben. Da bin ich jetzt zum ehrlichsten auch geldgeil um diese 2,5 Millionen, die letztendlich eh vom Vorstand abgezogen werden. Woher hat Rom das Geld? Ich glaube, die haben Pjanic an Valencia verkauft. Ich glaube, Pjanic ist auch gar nicht mehr bei Rom, sondern bei Valencia. Deswegen, glaube ich, haben die das Geld plötzlich. So, wegen des neuen Vertragsangebots. Ich habe Neuigkeiten. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Jawohl, David Alaba. So viel auf jeden Fall zur typischen Karrieremodus-Logik, dass er gerade noch sagt, dass er seinen Vertrag erfüllen möchte und dann weggehen will. Und jetzt plötzlich nimmt er den Vertrag doch an. Alles da. Sadio Mané akzeptiert das Vertragsangebot, damit haben wir jetzt auch den ersten Neuzugang gemacht in der Wintertransferphase mit Sadio Mané. Ist, denke ich mal, eine gute Neuverpflichtung. Juventus Turin möchte einfach mal 99,5 Millionen haben für Pogba. Wir werden auf 51 Millionen hochgehen, da werden die bestimmt ja sagen. Und Chelsea akzeptiert tatsächlich die 90 Millionen für Eden Hazard, 99,5 Millionen für Robert Lewandowski, Miralem Pjanic 38 Millionen hat Valencia tatsächlich akzeptiert. Nächstes Angebot von Man United, die haben, glaube ich, das letzte geboten, was sie haben. 79.125.000 und PSG macht ernst. 99.500.000. Wir gehen mal ein bisschen näher auf, sagen wir mal 120 Millionen natürlich. Das wäre schon mega krass, aber das Angebot für Hazard wurde tatsächlich angenommen, die 90 Millionen. Da könnten wir jetzt natürlich auch noch über einen Paul Pogba nachdenken, wenn das Ganze natürlich auch hier funktioniert, dass er da verkauft wird. Scout-Abschlussberichte für Teixeira, der hat eine 82, für Morata, glaube ich, und auch noch für Rafinha war es. Müsste ja eigentlich irgendwo gewesen sein. Da war Rafinha hier, hat eine 79, aber Vertrag läuft aus. Der, denke ich mal, kostet gar nichts, der kostet halt 5 Millionen. Wenn ich jetzt 5 Millionen biete für Rafinha und die das annehmen, dann haben wir halt tatsächlich ein mega großes Schnäppchen gemacht, würde ich mal behaupten. Also für 5 Millionen einen Rafinha zu haben, wäre auf jeden Fall richtig gut. Dortmund hofft, Müller zu verpflichten. Angebot für Thiago von Rom. Da werden wir einfach mal auf, sagen wir mal, 80 Millionen hochgehen. Also Thiago ist schon wirklich einer unserer besten ZMs und er hat halt auch noch wirklich mega viel Potenzial. Deswegen will ich den auch so ungern verkaufen. Hazard ist wirklich an Chelsea wieder verkauft. Für 90 Millionen und Miralem Pjanic. Da ist der Deal jetzt schon fertig. Ich werde das Ganze mal hinauszögern, weil jetzt könnten wir halt wirklich richtig in die Vollen gehen. Und das Ganze jetzt auch mal bei Kroos versuchen. Wir können es bei Kroos, wir können es bei Pogba versuchen. Wir können es halt wirklich bei jedem hier versuchen. Ich werde mal bei Kroos, sagen wir mal, knapp 70 Millionen bieten. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch wäre, einen Kroos zurückzuholen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es so ein bisschen gegen den Realismus gehen würde. Deswegen werden wir den mal von der Wunschliste streichen. Habe ich mir jetzt mal so für kurze Zeit überlegt. So, 60 Millionen erstmal für Paul Pogba. Ich glaube, wir werden dann auch erstmal das erste Spiel gegen Hamburg simulieren, weil das Ganze jetzt hier richtig interessant wird in der Wintertransferphase. So, bei Granit Xhaka waren, glaube ich, 22 Millionen genug. Die werden wir dann auch nochmal bieten hier für Granit Xhaka. Und dann, glaube ich, werde ich es einfach mal so machen, dass ihr die Entscheidung habt, wer unser neuer zentraler Mittelfeldspieler werden soll. Ihr habt die Entscheidung, schreibt das auf jeden Fall. Nein, schreibt es nicht in die Kommentare, sondern ich werde, glaube ich, einen Strawpool veranstalten, wo ihr dann abstimmen könnt, für welchen ZM ihr dann letztendlich seid. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, das Angebot für Rafinha hat Barcelona halt komplett abgelehnt. Wir werden mal ein bisschen hochgehen auf 6 Millionen. Also ein Rafinha für 6 Millionen, das wäre schon mega nice. Aber ich glaube nicht, dass sie es akzeptieren werden. Angebot für Thomas Müller von Borussia Dortmund. Alles klar, wahrscheinlich werde ich unseren Thomas Müller an Borussia Dortmund verkaufen. So, der Rückrundenauftakt in der Bundesliga-Saison 2015-2016. Das erste Bundesligaspiel im neuen Jahr. Mal schauen, wie das Ganze hier laufen wird. Zu Gast in Hamburg simulieren, das ist natürlich nicht immer so die schlauste Idee, die man haben kann. Aber wir spielen mit der besten Elf und Lewandowski auch mit der Führung. Coman für Costa ins Spiel hinein, Kleber für Spajic, Mané für Müller, erster Einsatz für Sadio Mané, Müller für Ekdal,
Mal schauen jetzt hier die letzten 10 Minuten. Ostrolek für Giroud. Gregoric mit dem 1:1. Und wir spielen auch tatsächlich nur 1:1 gegen den HSV. Das ist mehr als nur bitter, aber müssen wir jetzt halt leider Gottes so hinnehmen. Das erste Unentschieden in der Liga, aber das Ziel ist natürlich weiterhin, es zu schaffen, ohne Niederlage aus der Saison rauszugehen. Habe jetzt natürlich den ersten Punkteverlust gemacht, aber ich will mich, wie gesagt, in der heutigen Episode nur auf die Transfers konzentrieren. Thiago, 52,5 Millionen sind mir dann noch ein bisschen zu wenig, auch wenn es schon fast das Doppelte von seinem Marktwert ist. Bei Rafinha möchte man 14 Millionen haben, da werde ich auf 8 Millionen hochgehen, den könnten wir uns eigentlich auch mal so nehmen. Vielleicht ein Rot auf die Transferliste tun, wenn es dann wirklich zu groß werden sollte im Mittelfeld. So, bei Pogba werden wir jetzt auch mal richtig auf die Offensive gehen. 80 Millionen für Paul Pogba und bei Granit Xhaka, da sind die jetzt auch mit 22 Millionen schon nicht mehr zufrieden. Gehen wir auf die 25 Millionen hoch. Lahm bedankt sich, dass er so viel Vertrauen bekommt und wir ihn so oft einsetzen. Alles klar, wahrscheinlich lassen wir unseren jahrelangen Kapitän natürlich nicht spielen. Juventus Turin akzeptiert tatsächlich 80 Millionen für Paul Pogba. Und da würde ich sagen, versuchen wir jetzt das Ganze auch noch bei Xhaka und bei Rafinha so zu machen. Ich glaube, Rafinha werde ich aus dem Voting erstmal so rausnehmen. Ich denke mal, Rafinha ist nicht auf dem Level mit einem Pogba, mit einem Pjanic oder Xhaka. Deswegen werde ich das Ganze erstmal so machen, dass ihr die drei Namen zur Auswahl dann habt. Ich muss das Ganze jetzt halt nur wieder mit dem Pjanic-Vertragsangebot hinbekommen. Gut, jetzt akzeptiert auch Borussia Mönchengladbach. Gut, dann werden wir das Vertragsangebot machen für Granit Xhaka. Und dann schauen wir jetzt mal, ob alle drei wirklich dann die Vertragsangebote akzeptieren. Tatsächlich hat er akzeptiert. Spieler ist auskuriert, ein Rücklaport für die erste Mannschaft. Und der Deadline-Day rückt schon näher. Was ist mit Paul Pogba los? Habe ich da kein Vertragsangebot gemacht oder was ist da los? So, jetzt haben wir ein Angebot gemacht für Paul Pogba. Ich werde auch nochmal ein neues für Miralem Pjanic machen. Ich glaube, die Verhandlung wurde als gescheitert geklärt. So, hier haben wir Pjanic. Da werden wir nochmal ein neues Vertragsangebot machen für Miralem Pjanic. Natürlich dann als essentieller Stammspieler hier beim FC Bayern. Und dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung, habt ihr dann Strawpooling, wo ihr dann abstimmen könnt. So, jetzt haben tatsächlich alle drei akzeptiert. Und jetzt seid ihr dran, Leute. Das war's auf jeden Fall für die heutige Episode der FIFA 16 Karriere mit unserem FC Bayern. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst den Daumen nach oben da für diesen Wintertransfer-Part. Werden auf jeden Fall 100 Likes, mega nice von euch. Und die Frage ist, welchen dieser 3 ZMs sollen wir verpflichten? Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Strawpool-Link, wo ihr abstimmen könnt, welchen dieser 3 ZMs wir uns verpflichten sollen. Miralem Pjanic für 38, Granit Xhaka für 28 oder Paul Pogba für 80 Millionen. Also da liegen auf jeden Fall Welten zwischen diesen drei Spielern. Besonders was Pogba, Xhaka und Pjanic betrifft. Also der Abstand von Pogba zu diesen beiden hier, zu den beiden Herrschaften, zu Xhaka und Pjanic ist wirklich immens. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bis dann. Haut rein und ciao.